Hallo, ich bin Katrin und Schauspielerin beim Theater Eukithea. Das Thema Frieden liegt mir und dem ganzen Team sehr am Herzen. Für den Frieden ist es auch richtig gut, sich immer wieder mal zu verwandeln und etwas ganz Neues auszuprobieren. Ja, für den Frieden braucht es Wandlungsfähigkeit. Wandlungsfähigkeit ist die nächste Karte in Govindas magischem Friedensalphabet. Und eine super tolle Friedenskraft. Mit der Wandlungsfähigkeit kannst du dich und deine Welt in jedem Augenblick neu entdecken und wundervolle Abenteuer erleben. Oder Govinda, was sagst du zur Wandlungsfähigkeit? Ganz schön gemütlich, sich als Elefant einmal auszuruhen, so wie es Faultiere machen. Sich zu verwandeln ist eine tolle Sache. Du lernst mit jeder Verwandlung etwas ganz Neues kennen. So vieles ist in dir, was du vielleicht noch gar nicht weißt. Viele Kräfte und tolle Gestalten schlummern in dir und wollen erweckt werden. Danke, Govinda. Sehr gerne. Ja, Übung. Nimm deine Spielfreude und entdecke Neues in dir. Verwandle dich in ein gemütliches Faultier. Probiere es aus, wie es sich anfühlt, ein wilder Drache zu sein. Oder ein adretter Prinz. Oder eine mächtige Zauberin. Schlüpfe in Rollen, die dir vertraut sind, die dir leicht fallen. Und dann auch in Rollen, die dir fremd sind. Verwandle dich. Du wirst dich wundern, was alles in dir steckt. Mit jeder Wandlung entdeckst du eine neue Möglichkeit, der Welt zu begegnen. Genieße die Kraft der Wandlungsfähigkeit. Hab's gut. Bis zum nächsten Mal. Und halt die Ohren steif.